Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unraid für Anfänger. Heute wollte ich mir was ganz Interessantes anschauen. Wir haben ja das Netzwerk eingerichtet, wir haben schon VMs eingerichtet, wir haben schon so viele Sachen gemacht. Unter anderem haben wir uns darum gekümmert, was wäre denn, wenn ich mit DuckDNS Sachen nach draußen geben würde und wie wäre denn das jetzt, wenn ich das mit Nextcloud machen will. Heute geht es mal drum, SFTP. Wie sieht es aus mit SFTP und Ports und das über die eigenen Dienste? Viel Spaß im Video. Wie erlange ich Zugriff auf meine Daten via SSH, also SFTP, Secure FTP, von außen, was ziemlich schnell sein kann, zum Freischeren, zum Mounten von Laufwerken vielleicht, um schnell Daten auszutauschen, ohne Programme. Alles, was wir brauchen, ist die DuckDNS, die wir uns schon eingerichtet haben, oder einen Reverse Proxy. Wie wir Reverse Proxy machen, zeige ich euch das nächste Mal, aber jetzt zeige ich euch, wie ihr ganz schnell Daten ohne irgendwelche Programme backuppen und schieben könnt. Und ihr braucht kein Tool dafür und ihr könnt eigentlich alles mit Secure SSH Connection machen. Wir gehen mal durch, wie das Ganze geht. Schaut mal hier rüber, das ist Unraid. Ich habe hier keinen Klienten. Ich habe nichts installiert und nichts laufen, was Daten sharen kann und sonst auch nichts anderes. Und ihr braucht auch nicht viel. Alles, was ihr dafür braucht, ist hier versteckt unter den Settings. Die schauen wir uns gleich mal an. Wir gehen auf die Settings und hier findet ihr schon etwas ganz Interessantes. Es ist kein SSH-Klient hier. Ihr habt hier schon mal etwas Interessantes und zwar Network Services. Hier, die hier. Aber da ist nichts. Da ist nichts. Ihr habt einen FTP-Server, ihr habt SMB und NFS. Aber da ist kein SSH. Was soll denn das? Wie komme ich denn da hin? Was mache ich denn jetzt? Ich erkläre es euch. Meter für Meter. Wir gehen jetzt hier mal auf Management Access. Und darunter seht ihr eine Einstellung und zwar Use SSH. Die hier. Die solltet ihr auf Ja schalten. Hier drüben, yes. Und dann solltet ihr noch den SSH-Port festlegen und dann nehmt ihr bitte irgendwas anderes, irgendwas randommäßiges, irgendeinen lustigen SSH-Port nehmt ihr da. Nicht 2020, bitte don't do this. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr schon quasi fast fertig. Ohne Witz, ihr seid eigentlich schon fertig. Aber jetzt könnt ihr eigentlich schon sagen, yo, wir legen los und ihr seid fertig. Was ihr jetzt machen solltet, ist, ihr geht in euren Router. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Settings und Einstellungen und bla und überhaupt. Ich habe zum Beispiel meine TFSense hier. So, in der gehe ich jetzt hier in die Firewall-Einstellungen, ins Nothing, ins Port Forwarding und gebe 2020 frei. Zum Beispiel. Aber das ist ja nicht nur alles. Ihr braucht natürlich eine komplette Durchreichung nach draußen. Das heißt, ihr braucht den DuckDNS am Laufen. Und dann könnt ihr von draußen zugreifen. Ich zeige euch mal, wie man von drinnen zugreift. Ich habe hier noch ein bisschen was über OpenMPTCP eingestellt, über die Firewall-Regeln, weil die sitzt bei mir vor der OpenSense. Das heißt, ich habe hier NAT-Regeln an, Traffic-Regeln und Port-Forwarding und hier habe ich auch die 2020 durchgereicht. Das kann bei euch unterschiedlich sein, je nachdem, welchen Router ihr habt, je nachdem, wie viel NATs ihr habt und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich auch schon echt alles. Und dann macht ihr ein Programm auf, wie zum Beispiel FileZilla. Gebt hier oben SFTP Doppelpunkt slash slash ein. Die IP, Benutzer, Passwort, den Port verbinden. Fertig. Und ihr seid schon drauf. Und das Tolle ist, jetzt kann ich hier Dateien hin und her schieben. Kann sie einfach hochladen, runterladen, kann hier direkt auf meinen File Mount drauf und das ist es. Und jetzt könntet ihr natürlich Programme nehmen wie RayDrive und könnt das Ganze mounten. Wie sieht das aus? Hier ist es. Ich wecke mal RayDrive auf. RayDrive ist aufgewacht. Jetzt verbinde ich einen neuen FTP. Dazu gehe ich jetzt hier auf Hinzufügen. NAS SFTP. Gebe meinen Port ein. Und meine IP. Zack, ich sage hier, das ist meins. Pfad können wir leer lassen. Außer wir wollen ihn direkt richtig gemountet haben. Das heißt, wir gehen auf zack, 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 zack. Auf den direkten Mount-Pfad können wir auch gehen. Das heißt, dann können wir Benutzern ein Passwort eingeben. So, und das war's schon. Jetzt klicken wir OK. Jetzt verbindet er sich. Hat sofort gemountet und wir haben das SFTP-Laufwerk hier. Das heißt, wenn ihr dann DuckDNS oder was auch immer macht, er zeigt euch leider im RayDrive nicht die richtige Größe an, aber er kann über SFTP direkt darauf zugreifen. Und wir sehen auch, dass er über SFTP geht, denn wir können jetzt die Logs zum Beispiel uns angucken in Unraid und werden sehen, dass da SFTP-Traffic ist. Wie schaut man sich die Logs in Unraid an? Da könnt ihr einfach hier drauf klicken, warte mal, auf Log. Und dann seht ihr, wir haben hier eine
Verbindung. Aber wenn ich hier einen Disconnect mache und mache wieder einen Connect, ist er automatisch wieder auf dem SSH. Und das habt ihr jetzt als Laufwerk gemount. Das heißt, ihr könnt auch Backup schieben hin und her. Und dann könntet ihr zum Beispiel dieses SFTP-Laufwerk mit einem ganz normalen Programm wie Veeam Backup als Backup-Solution nehmen und Sachen hin und her schieben via SFTP. Und ihr braucht nichts anderes und nichts Kompliziertes. Das ist so eine Sache, die finde ich eigentlich ganz praktisch und einfach. Ist eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, Files zu transferieren hin und her. Von daher, ich wünsche euch sau viel Spaß damit. Hoffentlich hat euch der Tipp was gebracht. Und wir sehen uns wieder im nächsten Unraid für Anfänger. War ein ziemlich schnelles Video. Wenn es noch Fragen gibt, einfach in den Kommentaren posten. Raus aus diesem Video, rein ins nächste.